Ja, stell mich mal ganz kurz vor, ich bin Paul Krammer, ich bin 39 Jahre alt, bin gelernter Einzelhandelskaufmann und Metzger, beides ausgelernt und verdiene mein Geld mit Amazon. Ja, bin selbstständig damit. Ja, 6 Jahre hauptberuflich, insgesamt sind es 7 Jahre. Ich habe neben der Arbeit, wo ich bei UPS war zuletzt, als Angestellter 1 Jahr das nebenbei gemacht und konnte mich dann nach 1 Jahr halt komplett damit selbstständig machen, weil ich letztendlich mehr verdient habe als beim Paketdienst. Ja, über Geld spricht man nicht und ich mache auch ehrlich gesagt mehrere Sachen, halt nicht nur Amazon. Das hat aber damit zu tun, dass ich halt mehrere Standbeine lieber habe als nur eins. Und ich blende mal die Jahresübersicht ein. Ich glaube, da kann man ganz gut schon erkennen, dass sich das eigentlich ja, lohnt. Ja, im Prinzip kann das jeder. Man muss halt fleißig sein. Ich kann ja unter dem Video einen Link reinpacken, da wo ich mich damals auch angemeldet habe, um halt Partner zu werden. Man bewirbt sich da als Partner und kann dann quasi Sachen empfehlen. Man kann sich die Sachen auch frei aussuchen und dann verdient man halt Geld. Ja, jeder macht es anders. Im Prinzip bei mir ist es so, ich zeige Produkte auf YouTube und ja, zeige, wie es funktioniert, zeige, wie es aussieht, sage, ob es gut oder schlecht ist, teile dann den Link unter dem Video halt, ne, in der Infobox und jeder, der draufklickt und darüber dann halt einkaufen geht, der werde ich dann halt prozentual vergütet, je nachdem, was für ein Produkt das ist. Ja, dann wird es jeder machen. Nein, das macht halt nicht jeder, weil es erfordert einen gewissen Fleiß, Disziplin und so weiter. Und deswegen macht das nicht jeder. Ich kann es jedem nur raten, wer ja, statt nach der Arbeit Fernsehen guckt, vielleicht lieber sich mit irgendwelchen Dingen beschäftigt, die auch Geld bringen, der hat es auf jeden Fall irgendwann mal ein bisschen einfacher im Leben. Zumal ja aktuell eh alles teurer wird und man sich ja nicht mehr viel leisten kann, sage ich mal, wenn man normal arbeiten geht. Man hat dann meist noch einen Monat über und nicht Gehalt. Dementsprechend ist es schöner, wenn man Gehalt über hat und ja, statt einen Monat. Ob ich Leuten dabei helfe? Nein, ich helfe Leuten nicht dabei. Jeder muss, jeder ist ein eigener Herr und sollte selber ein bisschen Mumm in den Knochen haben und muss zupacken. Und ich kann nicht jedem helfen, das zu machen, dann kann ich es ja lieber selber machen. Oder kann mir Leute einstellen, die das machen. Das könnte ich auch tun, ja. Nö, ich bin soweit durch.